Nürburgring, Nordschleife. Porsche 911. Diese zwei Begriffe gehören zusammen wie Pech und Schwefel. Kein Porsche hat bei seiner Entwicklung das Fach Nordschleife schwänzen dürfen. Keine andere Rennstrecke hat so etwas wie das Karussell. Eine Betonplattensteilkurve, die dem Fahrwerk signalisiert, du bist hier nicht auf einer ordinären Straße, du bist hier in der grünen Hölle. Selbst ein Walter Röhrl schaut verbissen beim Kampf mit den wechselnden Fahrbahnbelägen der Eifeler Berg- und Talbahn. Mit einem 360 PS starken GT3 brennt er hier bei Trockenheit eine 752 in den Asphalt. Respekt. Doch eigentlich ist ein trockenes Asphaltband eher langweilig, oder? Also schärfen wir etwas nach. Die Eifel im Winter. Minus 14 Grad, 10 cm Schnee. Bei mir ein alter Bekannter der Nordschleife. Porsche 911 Carrera. 320 PS und Heckantrieb. Differentialsperre und Winterreifen. Abschaltbare Bevormundungselektronik. Wir sind ganz alleine auf der Nordschleife. Auch wenn der ein oder andere Streckenbart die jungfräuliche Schneedecke schon befahren hat, hier und jetzt geht ein Traum in Erfüllung. Schon beim Losfahren merke ich, wie schön das Leben doch sein kann. Noch im fünften Gang lässt sich problemlos die Haftung an der Hinterachse ausschalten. Den Linksknick runter zur Antoniusbuche passiere ich mit leichtem Rechtseinschlag mit Tempo 120. Kein Streu- oder Räumfahrzeug hat hier gewütet. Unter der weißen Pracht versteckt sich eine dünne Eisschicht. In der Hatzenbach lässt sich der Porsche unter Last locker vom Linksdrift in den Rechtsdrift und umgekehrt buxieren. Die Doppelrechts am Flugplatz lasse ich mit guten 90 Sachen im vierten hinter mir. Bei einer halben Lenkradumdrehung nach links. Erstaunen macht sich breit. Beinahe graziös lässt sich der Porsche frei von jeglicher Zickigkeit im Grenzbereich bewegen. Die 140 km/h am Schwedenkreuz fühlen sich an wie 240. Aremberg. Vom Einlenkpunkt bis zum Curb am Kurvenausgang. Das Lenkrad steht gerade, aber die Vorderräder nach links. Auch in der Fuchsröhre lasse ich es bei gefühlten 200 bewenden. Adenauer Forst. Anbremsen, Drift einleiten, Lenkrad nach rechts. Lastwechsel und das Ganze in die andere Richtung. Rausbeschleunigen bis auf den Curb. Die rot-weiße Mauer der Breitscheider Brücke winkt mir beim Einleiten des Übersteuerns freundlich zu. Zum Begrüßen bleibt keine Zeit. Unmittelbar nach dem Einlenken der X-Mühle steht das Lenkrad eine Umdrehung nach links. Immer mehr verkrampft sich die Gesichtsmuskulatur, denn Sturzräume existieren hier nicht. Die Steigung nach Bergwerk. Allradantrieb wäre hier nicht schlecht. Wie in Zeitlupe schwänzeln wir das Kesselchen hoch. Beschleunigen auf 120 dauert eine halbe Ewigkeit. Klostertal 2. Jegliche Zweifel an dem, was ich hier mache, sind endgültig verblasst. Ob es sich im Karussell wohl gut driften lässt? Halleluja, es geht. Bei Trockenheit wäre ein Abflug mit anschließender Kaltverformung vorprogrammiert. Mein Stuttgarter Sportsfreund und ich segeln das Bergaufstück zur Hohen Acht hinauf. Die Nordschleife so erleben zu dürfen, ist etwas ganz Besonderes. Sehr nützlich, trotz abgeschaltetem PSM wird das Auto beim Bremsen durch selektiven Bremseingriff stabilisiert und berücksichtigt Richtungswünsche des Fahrers.
Sobald man die Bremse wieder loslässt, stehen einem wieder alle fahrdynamischen Freiheiten zur Verfügung. Wer genau hinschaut, kann im Brünnchen hinter dem Steuer ein breites Grinsen entdecken. In der rechts nach dem kleinen Sprunghügel am Pflanzgarten gerate ich etwas weit nach außen. Aber das Gripniveau ist auch im Tiefschnee absolut konstant. Zum Glück. Auch in der rechts zum Schwalbenschwanz bleibt das Tiefschneevergnügen ohne Reue. Die Nordschleife verabschiedet uns noch mit dem wundervollen Galgenkopf. Keine Sekunde gedenke ich an die hier vor langer Zeit gerichteten Menschen. Stattdessen grinse ich diabolisch wie ein Henker und bin unendlich dankbar für diesen schönen Tag. Tschüss Nordschleife, wir sehen uns im Frühjahr wieder. Übrigens, schönen Gruß an Walter Röhrl. Wetten, dass auch er bei diesem unglaublichen Trip gelächelt hätte?